Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vectorcamp TV. Heute möchten wir Ihnen den neuen Rotheim-Manager in Vectorcamp vorstellen. Der Rotheim-Manager ermöglicht Ihnen, mehrere Rohteile in einem Programm zu speichern und die dann auf verschiedensten Art und Weisen zu nutzen. Ich zeige Ihnen das jetzt einmal. Ich habe hier mir ein Sechskant-Rohteil erzeugt. Um es jetzt in diesem Rohteil-Manager einzufügen, das kann jede Art von 3D-Modell sein, das ist völlig egal, gehe ich hier in den Reiter Camp Spezial und gehe hier vorne auf das Rohteil. Dann kann ich hier einen Namen abgeben, ich habe hier schon meinen Namen hingeschrieben, Sechskant, Schlüsselweite 70 und sage okay. Und dann erscheint hier dieses Rohteil in dieser Rohteilliste. Des Weiteren kann ich jetzt durch dieses Rohteil durchklicken. Was ich vorher nicht konnte. Wenn ich dieses Rohteil komplett auswählen möchte für die Jobs, kann ich das hier an den Ecken, wie an diesen Standard-Rohteilen, die wir haben. Und die Fangpunkte sind hier auch die gleichen wie an unseren Standard-Rohteilen. So, jetzt werde ich hier an diesem Teil mal ein paar Programme machen und springe jetzt mal einen Schritt weiter. Jetzt sehen wir hier, ich habe mehrere Programme schon gemacht und möchte jetzt hier zwei 5-Achs-Simultanprogramme machen. Ich möchte nicht jedes Mal wieder alles durchsimulieren und jetzt speichere ich mir halt nach diesem gesamten Programm einmal mein Rohteil. Dazu gehe ich natürlich dann einmal in die Simulation. Wichtig ist dort, dass Sie vorher den Nullpunkt natürlich am Werkstück Nullpunkt haben, weil wenn Sie dann importieren, ist das Rohteil dann auch an der richtigen Stelle. So, ich simuliere jetzt einmal alles durch. Und das ist halt auch Zeit, die Sie dann immer verlieren, wenn Sie natürlich immer alles wieder durchsimulieren wollen für ein Programm. Den lassen wir auch noch einmal laufen. So, und jetzt sichern wir unser Werkstück. Der Name hier spielt überhaupt keine Rolle. Das können Sie benennen, wie Sie möchten. Ich habe jetzt einfach Stock geschrieben. Ich speichere es auf dem Desktop und natürlich wichtig ist die Toleranz hier auf einen Zehntel, weil sonst das Rohteil viel zu fein ist und frisst nur Performance, ist absolut nicht nötig. Ich speichere das einmal, sage okay. Ich überspeichere das auch immer wieder. Wenn ich es dann einmal importiert habe, habe ich es ja in meinem Programm drin. So, jetzt blende ich einmal meine ganzen Jobs aus. Dieses Rohteil hier auch. Und sage dann einmal Datei importieren. Wähle hier das importierte Format aus. Das wäre dann eine STL-Datei vom Desktop und öffne sie. Jetzt das gleiche Spiel. Ich gehe wieder ins Camp Spezial, sage Rohteil und sage dann Rohteil vor 5xSim. Das heißt, dieses Rohteil ist genau vor diesen Jobs. Jetzt programmiere ich einmal diese zwei 5-Achs-Simultan-Jobs und springe mal einmal ein Stück weiter. So, jetzt habe ich diese beiden 5-Achs-Simultan-Jobs programmiert. Jetzt sehen wir hier oben, jetzt lasse ich den, kann ich dann ein- und ausblenden. Den blende ich jetzt einmal ein, weil den möchte ich für die Simulation nutzen und habe halt auch nur die beiden Programme an. Kann jetzt direkt, jetzt mal mit Maschine, in meine Simulation gehen und simuliere mir nur diese beiden Programme. Speichere halt auch immer Zeit, wenn ich natürlich irgendwann 30, 40 Programme habe und das immer wieder mir durchsimulieren muss, um, ich sag mal, das 35. Programm mir anzuschauen. So, jetzt sieht man hier das Rohteil und lasse das dann jetzt hier einmal 5-Achs simultan ablaufen. Fräse jetzt hier einmal die Nut. Und entgrate einmal. So, ich würde sagen, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal, Ihr Vectorcamp-Team.